Wir machen einmal weiter bei Dragonflight. Ich will zu meinen Büchern zurück. Okay, er möchte zu seinen Büchern zurück. Interessant. Temporalenergie entziehen. Probiert es aus. Wir werden die Zeit finden. Gut. Der Stab kann auch dazu eingesetzt werden, die gesammelte Energie zu einem Ziel wie diesem. Klasse. Nun fokussiert die Stabenergie auf dieses Artefakt, um es in seiner ursprünglichen Zeit wieder herzustellen. Oh je, das ging nach hinten los. Nehmt euch zusammen. Ah, ich dachte, wir müssen das nochmal durchführen. Hoffentlich wird dann auch durch diese Questline die letzten beiden Dungeon freigeschaltet. Die fehlen mir noch. Der Hochberg bleibt stark. Diese Worte sprechen von mehr als Erde und Stein. Sie erzählen die Geschichte unseres Volkes, das Entbehrung und Konflikt trotzte, um sich gegen gemeinsame Feinde zu vereinen. Es ist Zeit, dass ihr euch aufmacht über unsere ehrwürdigen Gipfel hinaus. Beschreitet den Pfad wie Hulln so lange vor euch und ehrt den Namen Hochberg. Ah, da seid ihr ja. Das passiert hin und wieder. Aber wir müssen in die Gegenwart zurück. Ja, ich bin aber irgendwie noch benommen. Nee, jetzt nicht mehr. Wirklich los. Wie sollen wir dem kommenden Sturm nur trotzen? Wir gehen zurück. Ah, okay. Ich wollte sagen, das ist doch die offizielle Questline vom Hochberg, die bei mir eigentlich nicht aktiv sein dürfte, weil ich die schon gemacht habe. Wie ihr seht, kann die fehlerhafte Anwendung von Zeitmagie ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Ich bin jetzt aber irgendwie ein bisschen raus bei der Story, die wir hier durchleben. Dämmerung des Ewigen. Genau, das ist der Dungeon, der uns auf jeden Fall noch fehlt. Ja, zwei Abstufungen gibt es davon. Jetzt haben wir die freigeschaltet, oder? Bücher, so wenig Zeit. Ich werde mich in meine Bücher vertiefen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Dann ist halt auch die Frage. Ich gehe voraus zu den Rissen. Wir sehen uns dort. Aber ich glaube nicht, dass es einmal ausreicht, das Ding freizuschalten, sondern werden wir wahrscheinlich mit jedem Char machen müssen. Das sollte einfach sein. Ich muss näher ran. Nicht schlecht. Den nächsten übernehme ich allein. Ja, dich nehmen wir mal mit. Und ich bin mal gespannt, wie viel wir von diesen 31, boah, bisschen wenig. Dann werden wir hier mal ein bisschen üppiger einsammeln. Ich habe auch meine Talente mal ein bisschen umgestellt. Läuft auch deutlich besser in M+ jetzt damit. Mehr Damage und auch besseres Überleben. Ja, super, eins fehlt noch. Na, komm schon, Mr. Dino. Und zack, weg mit dir.
Die Energie dieses Risses fühlt sich... Oh, das ist nicht gut. Vielleicht solltet ihr das lieber übernehmen. Das Vieh hier gibt's doch auch als Reittier. Die Energie dieses Risses fühlt sich urzeitlich. Im besten Fall droppt's jetzt. Auch wenn ich meine, nee, wird nicht passieren. Ja, das ist ein richtiger Anabolika-Murloc. Die Energie dieses Risses fühlt sich urzeitlich an. Ich glaube, ein Murloc ist gerade mit der Zeitlinie verschmolzen. Müssen wir Dante davon erzählen? Nö. Es wird schon passen. Ihr könnt dieses schließen. Was ist denn nun? Ach, wann bin ich? Ich werde mir Zeit also, für euch nehmen. Dass ihr euch hier der Zeitmagie widmet, ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. In diesem Zeitriss? Denn das geht permanent in die Hose. Geschichte. Das wird Dante gefallen. So, da müssen wir hin. Genau, sehr schön. Ja, ich kann helfen. Nee, hilf mal lieber nicht. Du machst zu viele Probleme in der Zeitlinie. Es war mir eine Freude. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Welche Zeit haben wir? Bedenkt sämtliche... Es tut gut zu sehen, dass ihr gesund zurück seid. Was ist passiert? Wir haben den temporalen Konflux verteidigt, als sich plötzlich Zeitrisse öffneten und uns reingezogen haben. Was ist mit den anderen passiert? Sie, ich weiß es ich nicht. Ich meine, ja, zeitrissmäßig haben wir dann hier auch nochmal ein Set, was wir einsammeln können. Ist in Ordnung. Es war eine Zeit, die aussah wie diese, aber ganz anders war. Auf welche Weise? Die Zeitlinie war Chaos. Überall Zerstörung. Nur noch wenige zu retten. Na gut, wir widmen uns hier erstmal der Aufgabe. Also interessant, was wir hier freischalten werden. Keine Ahnung, was es sein wird. Okay, dafür bekomme ich auch Prozente. Nicht ganz so viele, nicht ganz so hoch. Da haben wir noch was. Ja, dann nehmen wir einfach am besten mehrere mit. Und Objekte aus der Zeit müssten das hier gewesen sein in diesen komischen Apparaturen. Ja, Fleisch und Stoff, okay. Wir haben irgendwas Grünes eingesammelt. Ich sehe jetzt hier aber nicht was. Ach, hier wahrscheinlich wieder diese komischen Tafeln. Ja, Zeitrisse schließen können wir auch. Sehr schön. Da sind auch zwei Drachen, das ist gut. Ich wollte nämlich hier dieses heilige Gedöns auf mehrere Verbündete machen. Und hier passt das eigentlich gut, weil es sind ja zwei. Die Bosnaken werden trotz
bin groß und stark. Okay, dann können wir einmal rüberlaufen auf die andere Seite. Hier sammeln wir jetzt wieder ein. Und da oben können wir dann gleich die Bubble wieder auslösen. Dann passt das. Na, fast. Ich habe ihre Rückkehr. Ja, warten wir noch mal ein paar Sekunden. Und erledigt. Sehr schön. Na, komm. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ja, ich habe Zeit. Kurz, wir werden die Zeit finden. Okay, wo ist denn Chromie? Trefft uns dort, wenn ihr bereit seid. Macht es euch lieber bequem in dieser Blase, Eternus. Ich werde nicht zulassen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Chromie schon mal als Drache gesehen habe, aber Tage oder Jahrtausende hier bin, spielt keine Rolle. Das Ding hätte ich schon fast gesagt, aber dieser Drache sieht cool aus. Niemals! Lord Nostormu zählt auf mich. Da bekommen wir eine neue Schablone, sehr schön. Unterstützung. Alles eingesammelt. Hier haben wir noch einen kleinen Chromie. Ja, ich habe Zeit. Kurz. Keine Sorge, Botschafterin Chronormu. Der Champion ist mehr als geeignet für diese Aufgabe. Okay, so bekommen wir sie raus. Wir haben wieder ein Balken, den wir füllen müssen. Einfach mal ein bisschen großzügiger einsammeln hier. Woher auch immer dieser Raptor kommt. Ah, okay, aus der Bubble kommen diese Viecher. Alles klar. Eben war es ein Raptor. Hier ist es jetzt so ein Vogelvieh aus Draenor, müsste das, glaube ich, sein. Sind sie wieder? Wunderschön. Ach shit, ich bin in Menschengestalt, hätte ich schon fast gesagt. In Taurengestalt. Na komm, hau schön alles weg hier, die kleinen Zeitlinge. Ja, wenn Chromie das nicht weiß, wer dann?
Gut, wo geht's denn jetzt weiter? Wir brauchen noch 4 von den Bubbles. Ah, da. Alles klar. Das passt. Und da ist nochmal ein anderer dicker Kristall. Dann haben wir die Anzeige auch auf 100%. Hier ziehen wir uns nochmal die letzten Bubbles. Und dann bekommen wir auch die zweite Hälfte vom Kristall und diese 50 Dinger, die uns dann noch fehlen. Und wieder weg mit den Zeitlingen. Das ist der letzte. Und dann nochmal 2 Bubble hier auflösen und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Und da ist noch ein Zeitling. Genau. Und der hat jetzt kurz vor der Bubble-Vernichtung mich aufgehalten, oder wie? Jetzt wunderbar. Ah, shit. Knapp nicht geschafft. Und gleich holen wir uns noch das letzte Stück. Das ist jetzt hier ein Respawn. Sehr schön. Alles zusammen. Aber dann müssen wir neben den Dungeons auch die Zeitrisse freischalten. Würde auf jeden Fall ungefähr zur Storyline passen. Das Ding gleich mal zur Seite packen. So viele Bücher. Und hier nehmen wir das, was uns die meiste Kohle bringt. Es war mir eine Freude. Und wieder zurück zu Chromie. Wir sehen uns wieder. Ich hab's gesehen. Wir werden Eternus hier halten, während ihr die Wächter befreit. Nee, der Raid ist nicht hier. Der Raid ist auf der anderen Seite. Das würde eventuell auch nochmal Sinn machen. Noch keine richtige Zeitwanderin, aber ah, nee, der erste Raid hat ja nichts mit Zeit zu tun, sondern mit dem Donnerdrachen. Mächtig genug sein. Vergebene Mühe. Ich kenne alle Versionen der Zukunft. Wir werden siegreich sein. Ach so, ich soll ziehen. Wir sind endlich frei.
Erschlagt diese Monstrosität und erobert den Tempel zurück. So, eine Billigversion von Ragnaros. Ja, mein Trinket brauche ich nicht. Könnten wir zwar auch gut nutzen, um ihn umzuhauen. Aber wer weiß, vielleicht brauchen wir das Trinket gleich nochmal. Ja, da ist schon mal das Portal für ein Dungeon. Dann ist mir zu weit weg. Bis zum nächsten Mal. Für euch habe ich immer Zeit. Jo, wir sind bereit. Na los, Leute. Bereit machen. Ja, das ist ein bisschen unfair. Das macht ihr nicht! Meine Vision kam zu spät. Sie haben einen Tunnel in die Zeit gerissen und taumeln durch die endlosen Möglichkeiten. Ihr müsst sie finden und auf den rechten Kurs bringen, bevor das ganze Gewebe der Realität zerreißt. Die haben's verbockt, die sollen's auch wieder richten. Oder nicht? So, da haben wir jetzt den Flugpunkt freigeschaltet, sehr schön. Unsere letzte Begegnung oder unsere erste? Gebt Acht, an welchen Fäden ihr zieht. Ja, wir müssen hier erst nochmal mit allen quatschen, okay? So viele Bücher, so natürlich. Ja, ein bisschen zu weit geflogen. Wenn etwas erledigt werden soll, ich bin sofort da. Und da hinten der kleine ich Drache. Weiß, was zu tun ist. Was ist ich? Gut, bin dran. Na komm, lass uns doch mal zusammen in den Dungeon gehen, oder nicht? Für das, was euch erwartet. Ich habe einen Zeitpunkt lokalisiert, an dem wir Chronormo finden könnten. Sorry, Dormi. Ihr müsst das Zeitportal von der anderen Seite offen halten. Meine Vision zeigte mir nicht viel. Ich konnte nur Feuer, Eis und Chaos sehen. Sorgt euch nicht. Ich kümmere mich darum. Sera, ihr kommt mit mir. Jawohl, Kommandant. Es gibt nur eine wahre Zeitlinie. Die Zukunft wird ihren vorbestimmten Weg gehen. Konzentriert euch auf die Gegenwart. Gut, beides eingesammelt, dann können wir durchs Portal. Na, musst du mehrfach draufklicken? Ich spüre Chromi in der Nähe. Wir müssen uns beeilen. Ist es schon an der Zeit? Es gibt viel... Ruft mich, falls ihr Hilfe braucht, und ich werde kommen. Okay, das ist gut. Ach, mögliches Zukunfts-Ich. Also so könnten wir möglicherweise in der Zukunft aussehen. Okay. So, wir haben dort einen besonderen Gegner oder sowas. Ja, 4 Millionen live. Ich glaube nicht, dass das was wird. Wird wahrscheinlich einfach nur ein bisschen dauern.
Elite-Vieh ist gleich down. Durch den Cleave-Schaden einfach mal so mitgenommen. Sehr schön. Ich glaube, die Art von Gegner habe ich bislang auch noch nicht platt gemacht. Dann können wir uns gleich mal anschauen, was wir hier für potenzielle Belohnungen bekommen können. Ist natürlich nicht repräsentativ, wenn man das nur einmal macht. Aber besser als nie. Ich glaube, ich werde immer das kicken, wo ich mich bewegen muss. Ich hasse es, mich zu bewegen. Da war's wieder. So, gleich geschafft. Komm schon, 9%, 8. Ja, pünktlich, wenn er down ist, ist das Trinket auch wieder verfügbar. Nice. Okay. Okay, das ist ein Questgegenstand. Wir hatten doch zwei blaue Items. Einmal dieser Frost, ja. Und das andere blaue Item. Hier ist schon wieder nichts. Aber okay. Wir müssen die verletzten Widerstandskämpfer heilen. In der Mitte kämpfen Chromie und das andere Vieh. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Wir haben auch genügend Essenzen gesammelt. Oder fast genügend Essenzen gesammelt, sagen wir es lieber mal so. Jetzt haben wir genügend. Das mit der richtigen Zeitlinie, ja, ist noch ein bisschen eigenartig. Kommt Elite schnell weg. So, haben wir hier noch irgendwo Verwundete? Ja. Na, die Verwundeten zu heilen wird am nervigsten werden. Wobei, was ist das? Nee, da wird mir nichts angezeigt.
Sind hier noch irgendwo Verletzte? Nee, ne? Sehr schön, hier sind gleich zwei. Ach, das sind einfach nur Buffs. Okay, gut. Da haben wir die 6, da hinten ist die 7. Ich wusste einfach, dass Nostormo euch schicken würde. Ah, okay, da werde ich wahrscheinlich dann das Ding abschießen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. 8, 9. Und da hinten ist die 10. Ne, da ist auch die 10. Sehr schön. Ah, shit. Ich wollte mich gerade unsichtbar machen. Ah, ich liebe dieses Trinket. In M+ könnte ich es ruhig häufiger einsetzen. Mache ich noch zu selten. Aber das ist ziemlich geil. Also auch bei Bossen, man sieht halt schon definitiv, wie der HP-Balken kleiner wird. So, der Dude ist geheilt. Sehr schön. Dann einmal verstohlen. In die Mitte das Ding einsetzen. Ich wusste einfach, dass Nostormo euch schicken würde. Schnell! Wir haben keine Zeit. Oh oh! Wir rutschen ab! Beeilt euch! Das erwartet euch, wenn ihr euch mit mir anlegt. So, jetzt habe ich die in dem Ding eingesperrt, oder was? Sehr komisch. Die Zeit fließt durch mich. Was ist das für ein Staub? Da haben wir den Staub. Okay. Ist eine Währung. Seid gegrüßt. Und einmal wieder zurück. Alles, was zählt, ist dieser Moment. Ihr balanciert auf dem Grat des Schicksals. Ein anderm Andante Normu. Ihr werdet das zweite Portal offenhalten. Na shit, jetzt müssen wir das nochmal zweimal machen, oder wie? Ihr findet ihn sicher faszinierend. Ist es schon an der Zeit? Ich werde mich in meine Bücher vertiefen. Ah, es ist hier doch der Part, wo Nefarian am Start war. Ah, nicht Nefarian, ach Quatsch. Todesschwinge. Und dadurch, dass halt ein Murloc mitgekommen ist, ist hier halt alles mit Murlocs verschmolzen, ne? Todesschwingen Murloc. Lustiges Vieh. Aber wahrscheinlich nicht so geplant. Okay, Drecksviecher halten nicht viel aus. Da kann ich nicht drüber springen. Na, diese 25 sind nicht das Problem. Sind halt nur ein bisschen viele. Okay, die hier sind auch nicht so das Problem.
Und da hinten war der letzte. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Die auch. Dann haben wir 6. Das passt. Ja, das passt. Nee, einer zu wenig. Wunderbar. Ah, okay, dann müssen wir einfach durchlaufen bei diesen komischen Partikeln. Dann machen wir das doch mal. Ich habe gedacht, wir müssen dieses komische Todesschwingen-Murloc-Vieh umwemsen. Aber obwohl, das könnte eventuell auch gleich noch kommen. Das passt. Nee, erstmal hier hin. Da haben wir noch was. Sehr schön. Alle 3 Quests abgeschlossen. Dann mal eben schnell abgeben und schauen, ob wir dann hier weg können oder noch das große Todesschwingen-Dingens umhauen müssen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich benötige ein Ziel. So, das große Vieh. Okay, mit ein bisschen Wasser und toxischen irgendwas. Komm, schnell bombardieren. Geh drauf, Todesschwimmen-Murloc. Sehr schön. Die reden schon sehr besonders. Oder einer von den Entwicklern hat einfach das Gequatsche seiner Kinder aufgenommen. Ah, alles klar. Wir haben wieder was Neues. Das Vieh habe ich noch nicht. Sehr schön. ...60 Tage Zeit. Ah, okay, gut. September-Party, also 2 Monate. Das passt. Das schaffen wir. Ich habe mich halt nur gewundert wegen den 5 mythischen Dungeons, weil gestern habe ich mit dem Druiden und Twinks die Weeklies gemacht. Und da war auf jeden Fall mehr am Start gewesen. So, die sind auch wieder weg. Dann müssen wir den Spaß noch einmal durchführen. Das schaffen wir auch noch. Ich will zu meinen Büchern zurück.
Wir müssen uns ein wenig beeilen, damit unser guter Freund hier zu seinen Büchern zurück kann. Wir alle spielen unsere Rolle. Der eine Pfad muss gewahrt. Die Zeit drängt. Ah, der Zeitdrachen redet über Zeit. Wortwitz. So aber viele gut. Bücher, so wenig Zeit. Wir werden die Zeit finden. Beginnt ein Timer, okay. Wir tun, was wir können, um uns rasch voranzubringen. Oha, 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 jetzt wird mir leicht schwindelig. Ja, genau das habe ich schon fast gedacht, dass das passiert. Wo sind wir? Der Krieg der Sandstürme versucht den Kampf aus dem Weg zu gehen. Ja, das waren Zeiten. War ich noch beim Bund, als das Ding gekommen ist und dann schön Wecker gestellt, um hier um 2-3 Uhr nachts an dem Event teilzunehmen. Komplette Zeitverschwendung. Das ist MOP, okay. Auf Pandaren! Tretet ihnen! Sera? Ihr autoritäres Regime zu Brei! Na, da wollte ich rüberspringen, das hat nicht funktioniert. Diesmal verfehlen wir das Ding nicht. Wo sind wir? Naja, Lothar. Ist das hier noch Azeroth? Es ist Azeroth, aber vor außergewöhnlich langer Zeit. Wir sollten Chromi finden und verschwinden. Hier ist es gruselig. War da eben ein Ragnaros mit Beinen? Ja. Oh, sehr lange her, als Ragnaros noch Beine hatte. Der Mut wird schwinden. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Also, das war vor langer Zeit, richtig? Ja. Ich kenne euch. Soth. Okay, alles klar. Was ihr werdet ihm in die Tiefen folgen. Die dunklen Wasser werden ihm folgen. Ich kenne euch. Ja, wir kennen dich auch ein wenig. Was ihr noch sein werdet. Ja, die drehen sich hier immer noch wie irgendwelche komischen Frisbees. Sehr schön. Der Bums ist endlich erledigt. Ich bin auch erleichtert, dass ich nicht ewig mit euch feststecke. Oh, hallo. Oh, sehr schön. Ist das ein richtiges Flugtier oder unerfahrener Drache? Okay. Unerfahrenes Reiten. Wir brauchen nur einen Moment. Weniger reden, mehr Fokus. Oh,
wenn euer Champion nur so pünktlich wäre. Ja, die Prozentzahl erhöht sich nur, wenn ich hier Viecher umhaue. Hätte man auch so ein bisschen an die Zeit anpassen können. Aber okay. Ich darf nicht immer so streng sein. Na, da ist die Dicke. Ihr habt bereits. Weiter! Nur noch ein wenig mehr! Immer tiefer. Na, sind ja zum Glück hier alles Non-Elite und meistens auch diese kleinen Viecher. Ah, okay, damit haben wir jetzt alle 4 Schwursteine erneuert, ne? Ah, links, der dunkle Drache gefällt mir aber viel besser. Dafür verschone ich euch vor meinem Zorn. Aber geht. Schnell. Wir werden euch zu eurem Schicksal leiten. Ihr könnt nicht abstreiten, was kommt. Erwartet keine Gnade, wenn wir uns wiedersehen. Ja, man hätte auch ein bisschen netter sein können. Oh, hallo. Die Schultern sehen geil aus. Nostormo, geht es euch gut? Eternus hat fast gewonnen. Ich dachte, ich hätte mehr Zeit. Oh nein, tut mir leid. Ich dachte, ich sei stark genug, sie zu besiegen. Ah, Kronormu. Ihr habt nichts falsch gemacht. Ihr habt beherzt und gut gekämpft. Aber Eternus hat recht. Mein Schicksal ist unabwendbar. Wie meint ihr das? Jeden Tag fließt die Zukunft in die Gegenwart, die zur Vergangenheit verschwimmt. Bald verschmilzt alles zu einer Einheit. Und dann werde ich mein dunkelstes Selbst. Murosond. Und wenn dieser Tag kommt, bitte ich euch, zu tun, was nötig ist. Ja, Zeitloser. Ich werde genau das tun, was nötig ist. Ich finde einen anderen Weg. Es gibt keinen. Die Zeit umfasst alle Möglichkeiten. Das weiß ich von euch. Ich werde jede Zeitlinie durchsuchen. Jeden Moment. Bis ich die Lösung habe, euch zu retten. Kronomu, seid sicher, dass zu jeder Zeit mein Stolz auf euch nicht größer sein könnte. Also die kompletten Storylines bei Warcraft mit den Drachen finde ich mega.
Die Sande der Zeit sind üppig, aber wertvoll. Schalte den Abenteuermodus auf den Dracheninseln frei, okay? Manche Ereignisse sind unabwendbar. So, dann quatschen wir nochmal eben schnell mit Alex. Da haben wir den Flieger, sehr schön. Ich will mal wissen, was dieser Abenteuermodus ist. Ich habe ja auch immerhin Monate gebraucht, um den freizuschalten. Mal schauen, vielleicht wieder World Quests und sowas alles. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie es bei den anderen Add-ons war, aber das musste alles freigeschaltet werden, bin ich fest der Meinung. Zack. Das hat gut funktioniert. Und Alex, wo bist du da? Na, großes Vieh. Ich werde zuhören. Der rote Drachenschwarm wird diese Welt beschützen. Ja. Weltquest freigeschaltet, Abenteuermodus freigeschaltet. Ah, okay. Ja, meine ganzen... Ich hoffe, wenn ich jetzt auf die Twinks logge, dass ich das dann auch direkt alles nutzen kann. So, da haben wir Glut von Neltarion. Aha. Da bekommen wir Schätze. Oh, fast 1000 Gold. Sehr nice. Sollte ich dann mit allen Chars machen. Gut, okay. Also haben wir hier einiges bekommen. Hier müssen wir Stufe 13 freischalten. Alles klar. Ist halt jetzt die Frage, ist damit auch... Nein, Dämmerung des Ewigen ist noch nicht freigeschaltet. Was ist euer Begehr? Unser Schmerz verleiht Kraft. Na, was ist das? Wie kann ich helfen? Senegos sollte nun im verhüllten Ossuarium sein. Alex Drasa und ich werden uns euch bald anschließen. Okay. Aber vorher... Maligos und Sindragosa starben beide gewaltsam. Ihre verbleibenden Essenzen zu... Da alle Schwursteine der Schwärme erneuert sind, glaube ich, dass wir ihre Essenzen in den Mutterschwurstein kanalisieren und unsere Aspektkräfte wiederherstellen können. Dieses heilige Artefakt... Und Symbol für die Einheit der Drachen liegt in Tyrhold. Kuranos, was könnt ihr uns darüber erzählen? Wir waren zuletzt, vor vielen Jahrhunderten, in den Hallen von Tyrs Festung. Mit den Inseln erwachten auch die Wächter von Tyrhold. Einige haben ihre Arbeit wieder aufgenommen. Andere verhalten sich ziellos. Solltet ihr dorthin gehen, weiß ich nicht, was euch erwartet. Ich verstehe, doch ich bin sicher. Mit der Hilfe unseres Champions können wir jede Gefahr überwinden. Ja, die sollten mal weniger Vertrauen in mich legen. Das ist besser. Gut.
Da oben müssen wir hin. Aber wir können hier auch Ruhm des Blablabla abgeben. Vielleicht gibt es ja eine geile Belohnung. Zack. Ich habe die Hoffnung niemals aufgegeben. Okay. Nehme ich gerne. Der Schwarm möge uns schützen. Möge das Wasser euch schützen. Okay. Geht's mit den Aspekten. Die Aspekte. Das eine Ding war ja hier irgendwo. Da ist es. Dann bekommen wir dieses komische Wasser. Was auch immer das sein mag. Was gibt's? Schönen Tag noch. Was erzählt man sich auf der Straße? Seid vorsichtig da draußen. Gut, okay. Hier müssen wir jetzt erstmal ein Päuschen einlegen. Rufgewinn auf den Dracheninseln und so weiter. Also die kann ich dann parallel auch mitfarmen. Sehr schön. Ordentlich was freigeschaltet, wobei hier noch eine Fraktion fehlt, aber die bekommen wir auch noch. Ich werde vielleicht mal versuchen, die ganzen normalen Quests abzuschließen. Reis nach Türhold, das ist aber, glaube ich, eine Hauptquest, oder? Nee, das Icon sieht anders aus. Aber gut, wir haben noch sehr viel zu tun und beim nächsten Mal machen wir zumindest in der Hauptkampagne weiter und diese ganzen Parallelquests farm ich, glaube ich, so mal eben alleine ab, damit wir hier auch nicht zu viel Zeit verlieren. Denn in der Hauptquest wird uns, denke ich, noch mal ein bisschen was erwarten.